Die Schweiz ist bekanntlich nicht so günstig. In der Schweiz kannst du auch nicht irgendwo sagen, ein Freund macht mal das Badezimmer, sondern das alles hochoffiziell. Es waren, ich weiß nicht, wie viele Feuerwehrleute dort, es waren 100 Leute. Und ich habe dann schon nachgerechnet, wie viel so ein Feuerwehrwagen kostet, wenn der eine Stunde steht. Und die Nee. rechnen in 15-Minuten-Takt ab. Und so ein Okay. Feuerwehrwagen ist echt nicht günstig. Und ich wusste nicht, ob ich das. Also, In deinem Leben ich jemals war wieder alles nicht versichert. zurückzögern. Also, Okay, du warst ich auch war nicht nicht versichert. versichert, Das ja. war das große Problem. Spring über deinen Schatten. Der Podcast für Menschen, die außergewöhnliche Herausforderungen meistern und große Ziele erreichen wollen. Herzlich willkommen, mein Name ist Gabi Graubner und wir springen jetzt gemeinsam in die erfolgreiche 12. Woche dieses Jahres. Starten wir mit dem Spruch der Woche. Keine Angst vor der Angst. Jetzt ist ein guter Moment, dein Leben neu zu denken. Ein Spruch von Gabi Graubner. Warum habe ich dieses Zitat entwickelt, gemacht, erfunden? Ich denke, es ist im Moment, wo das Du weißt schon was überall in aller Munde ist, ein guter Moment, darüber nachzudenken, dass vieles, vor dem wir uns jetzt fürchten und vieles, was wir glauben, das passieren könnte, erst einmal in unserem Kopf passiert. Wenn aber auch einschneidende Dinge passieren und so viele Veränderungen angesagt sind wie im Augenblick, ist es tatsächlich ein guter Moment, mal alles etwas zu überdenken. Viele von uns haben jetzt sehr viel Zeit, weil sie ihren ursprünglichen Aufgaben nicht mehr nachgehen können, eine Zwangspause haben. Und diese Zeit ist ja auch ein Geschenk. Ist es das Geschenk, über unser Leben nachzudenken und einmal für sich selber zu klären, was wollte ich schon immer mal tun, was wollte ich schon immer mal ändern, was wollte ich schon immer mal anders machen? Vielleicht kann man es jetzt gar nicht tun, weil es eben zu den Dingen gehört, die eingeschränkt sind, aber man könnte ja mal einen Plan machen. Vor ein paar Jahren, schon ziemlich lange her, gut 15 Jahre, wollte ich den Jakobsweg gehen, weil es eine einschneidende, lebensverändernde Maßnahme in meinem Leben gab. Und ich habe mich 2 Wochen lang hingesetzt und diesen Jakobsweg von Frankreich durch Spanien komplett geplant, jede Tagesetappe. Das Erstaunliche daran war, als ich mit meiner Planung fertig war, wusste ich, wie mein Leben weitergehen wird, trotz dieser einschneidenden Maßnahme. Also manchmal hilft es schon, allein diese Planung durchzuführen, um es dann zu genießen. Genieße den Moment, dein Leben neu zu denken. Und nun zum Tipp der Woche. Stell dir vor, du gehst auf die Straße und vor dir steht ein Säbelzahntiger. Wie reagierst du? Wahrscheinlich so, wie vor tausenden von Jahren unsere Vorfahren auch schon reagiert haben. Wenn es ein kleiner Säbelzahntiger ist, wirst du wahrscheinlich in den Angriff übergehen. Wenn der Säbelzahntiger etwas größer ist, als du dir gedacht hast, wirst du die Flucht antreten. Und wenn er so groß ist, dass du dich gar nicht mehr rühren kannst, wirst du dich totstellen, sozusagen erstarren. Genau das haben wir vor ein paar tausend Jahren auch gemacht. Zweites Szenario. Bei einem Wettrennen. Der erste Sieger bekommt 10.000 Euro. Der zweite Sieger bekommt 5.000 Euro. Weißt du, was daran besonders interessant ist? Dass der erste Sieger zwar doppelt so viel Geld bekommt, aber nie doppelt so schnell läuft. Was haben jetzt diese beiden Szenarien miteinander zu tun? Nun, bis zu einem gewissen Grad verkörpern sie die Yerkes-Dodson-Kurve. Was das ist? Robert Yerkes und John D. Dodson haben 1908 herausgefunden, wann wir unsere optimale Leistungsfähigkeit erreicht haben. Und sie haben das Ganze als eine Kurve dargestellt. Stell dir ein umgedrehtes U vor und dieses U ist in 2 Graphen eingebunden. Also auch steht auf einer Linie und hat links davon auch nochmal eine Linie, wo sozusagen die Leistungsfähigkeit dargestellt wird und die Linie der Graph
der waagrecht ist, auf dem sie draufsteht, ist sozusagen der Zustand, in dem man sich befindet. Wenn du dir das U jetzt vorstellst, ist genau im oberen Bereich, also in dieser Kurve, deine optimale Leistungsfähigkeit laut der Jerkes-Dodson-Kurve. Vor dieser Kurve, also bis du zu diesem Höhepunkt der Kurve kommst, davor ist die Spannung nicht besonders hoch und deswegen ist deine Anforderung oder die Anforderung an dich nicht anspruchsvoll genug. Es ist dir ein bisschen langweilig, es fordert dich nicht wirklich und deswegen kannst du nicht die höchste Leistung bekommen. Herbert von Karajan hat das mal folgendermaßen ausgedrückt. Er hat nämlich mal gemeint, wenn du deine Ziele immer erreichst, steckst du sie vielleicht nicht hoch genug. Also das ist der Bereich, wo du nicht wirklich musst. Nach dem höchsten Stelle des Us kommt der Bereich, bei dem wir uns überfordert fühlen. Und wahrscheinlich hast du das auch schon oft gehört, du musst härter, schneller, besser arbeiten. Das sind an sich leere Worthülsen. Weil ab einer bestimmten Stelle kippt nämlich das System und du überanstrengst dich. Ich habe dir nun 3 Tipps mitgebracht und diese 3 Tipps sollen dir helfen, diesen oberen Teil des Us, also deine höchste bzw. optimale Leistungsfähigkeit, zu erhalten. Tipp Nummer 1. Zurzeit herrscht ja die Angst vor, du weißt schon was, Virus. Und das macht uns Angst. Und Angst kann aber bis zu einem gewissen Grad motivierend sein. Sie kann dich aber auch lähmen, das heißt totstellen. Du könntest in Aktionismus verfallen, das ist so ein bisschen mit dem Angriff zu vergleichen. Oder du verkriechst dich unter deine Bettdecke, gehst nicht mehr raus. Das würde ich ein bisschen mit Flucht gleichsetzen. Mit der Frage, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann und was mache ich dann, also das sogenannte Plan-B-System, kannst du deine Angst unter Umständen auf ein vernünftiges Maß reduzieren. Und zwar genau dahin, wo die Angst dir dient. Schmerz zu vermeiden ist ein sehr guter Motivator, sich so anzustrengen und genau die Spannung zu erzeugen, dass deine Leistung sehr gute Ergebnisse erzielt, solange die Angst eben nicht zu stark ist und überhand nimmt. Also finde heraus, was du tun musst, um genau so in Spannung zu bleiben durch Schmerzvermeidung, dass du gute Leistungen erzielst. Tipp 2. Der Läufer, der den ersten Preis bekommt, ist nicht doppelt so schnell wie der zweite Preisträger. Und das bedeutet für dich, nicht schneller und härter zu arbeiten, sondern eher smarter. Genau das brauchst du, um mit deiner Nasenspitze ein bisschen weiter vorne zu liegen und damit den ersten Preis zu bekommen. Was kannst du also jetzt tun, um dich auf der einen Seite nicht zu überfordern, aber doch die Spannung aufrecht zu halten? Klar, Einsatz ist gefragt. Einsatz willst du ja auch bringen, du willst ja den ersten Preis. Aber denk bei diesem Einsatz auch an die Pausen, damit dein Gehirn auch Zeit hat, sich was Smartes einfallen zu lassen. Oder damit du dein Werkzeug schleifen kannst. Du kennst wahrscheinlich auch die Metapher vom Holzhacker. Er startet mit einer frischen Axt und schlägt die Bäume und am ersten Tag hat er 4, 5 Bäume geschlagen und am zweiten Tag nur noch 3 Bäume und am dritten Tag kämpft er also schon fast den ganzen Tag mit dem einen Baum und ein Besucher oder ein Waldspaziergänger kommt bei ihm vorbei und sagt, guter Mann, du musst mal deine Axt schleifen, damit sie wieder scharf ist, damit du wieder viele Bäume schlagen kannst. Und der Holzhacker sagt, dafür habe ich keine Zeit. Also das ist das, was du tun kannst, um smarter zu sein. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, damit du dich, deinen Verstand, deinen Körper auf einer hohen Leistung hast, aber ihn nicht überforderst. Tipp Nummer 3, definiere deine goldene Mitte. Fast so wie eine Wasserwaage, die man ja auch hinhält, ob die beiden Nägel gerade sind, ob das Brett gerade ist. Und versuch dann so oft wie möglich genau diesen Zustand zu erarbeiten. Der wird übrigens der Flow genannt. Und was kannst du jetzt dazu tun, um das herauszufinden? Punkt 1 und Punkt 2, also Tipp 1 und Tipp 2 habe ich dir schon gesagt. Manchmal muss man vielleicht auch noch ein bisschen dafür sorgen, dass man das eigene Umfeld entsprechend schafft. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen ihren Schreibtisch falsch stellen. Nämlich zum Beispiel gegen die Wand statt zum Fenster raus, wo man in die Weite schauen kann, wo man in den Himmel gucken kann. Auch wenn davor ein Gebäude ist. Himmel gibt es immer. Wenn das aber aus welchen Gründen auch immer nicht geht und es geht öfters, als man so denkt, dann häng dir wenigstens ein Poster vor die Nase. Grün, weit, Landschaften, die dir gefallen, die einen wollen die Berge, die anderen das Wasser. Achte darauf, dass du in passendem Licht arbeitest.
dass es hell genug ist und dass nicht ein Teil deiner ganzen Energiekapazität dafür drauf geht, das zu erkennen, was da vor dir gerade passiert. Mach es dir ein bisschen hübsch. Wenn du jemand ein Blumenfreund bist, stell dir Blumen auf den Tisch. Auch ein Kaktus kann hübsch sein. Mach dir Bilder auf den Tisch oder eine Skulptur. Einfach Sachen, die du gerne ansiehst. Übrigens, Bilder von der Familie sind sehr unterstützend. Tausch sie ab und zu mal an. Wenn deine Tochter mittlerweile 17 ist und du immer noch ihr Säuglingsbild vor dir hast, bringt keinen von euch beiden das wirklich weiter. Außerdem ist es spannend, immer wieder mal ein anderes Bild vor sich zu haben. Sorge für Essen und Trinken. Trinken auf alle Fälle am Schreibtisch stehen haben, dass du regelmäßig trinkst. Aber wenn es ist, dass du auch mal gerne Sachen zum Knappern vor dir liegen hast, muss nicht immer die Schokolade sein. Guck, was alternativ auch noch passen könnte. Wenn möglich, fang rechtzeitig an, damit du nicht so unter Druck gerätst und deine Kurve deswegen abfällt, weil einfach die Zeit nicht mehr reicht. Denn auch dann kommen wieder unsere Fluchtgedanken, unsere Hektik oder unser Überengagement, das aber nicht wirklich Leistung bringt. Und dann denk dran, erst die großen und wichtigen Aufgaben am Tag anzugehen und dann die einzelnen kleinen, stressigen, störenden, die dauernd kommenden Aufgaben. Angst gehört zum Leben. Akzeptiere sie. Aber räume ihr nicht zu viel Platz ein. Sie sollte dich nicht beherrschen, dir aber den richtigen Kick in the Arse geben. Dann bist du in der erfolgreichen Spannung, am Höhepunkt der Kurve von den beiden Männern, Robert Jerkes und John D. Dodson. Viel Erfolg dabei. Und jetzt kommt der Schattenspringer der Woche. Herzlich willkommen zu meinem Schattenspringer der Woche. Mein Schattenspringer der Woche ist Kommunikationstrainer und für mich war er mal Stadtführer, nämlich in der Stadt Linz. Er kommt aus Österreich, lebt jetzt in Deutschland, hat ein Buch geschrieben, und zwar ein Buch über Machtplayer in der Politik und denen er auf den Mund schaut, um manipulative Sprache aufzudecken und darauf hinzuweisen, welche Wirkung diese Art der manipulativen Sprache auf unsere Gesellschaft hat. Ich persönlich schätze an ihm, dass er ein unglaublich herzenswarmer und herzensguter Mensch ist, der ein total charmantes und freches Grinsen im Gesicht hat, wenn man sich mit ihm unterhält. Und es macht einfach Spaß, in seiner Nähe zu sein und seinen Gedanken zu folgen. Und man fühlt sich immer irgendwie so ein bisschen angestupst und hat so den Eindruck, ja stimmt, darüber muss ich mal nachdenken. Ganz, ganz herzlich willkommen, lieber Patrick Nini. Danke, liebe Gabi, für die ganz nette Einladung und auch dafür, dass ich da bei dir heute dabei sein darf. Gerne. Der ein oder andere Podcast-Hörer weiß schon, die erste Frage, die immer kommt, ist, Patrick, was bedeutet Erfolg für dich? Ich habe mich lange gegen dieses Wort Erfolg gewehrt. Also ich wollte es auf meiner alten Webseite gar nicht stehen haben, weil ich irgendwie immer sehe, Leute versprechen dir Erfolg und Erfolg und Erfolg und ich kann es nicht hören. Aber ich habe eine Definition für mich gefunden und Erfolg bedeutet für mich einfach das, was man sich persönlich vornimmt, am Ende auch erreichen zu können. Und das nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch in der Liebe, in dem, was man vererben will, in Hobbys, Aktivitäten und so weiter. Das, was man sich persönlich vornimmt. Kennst du denn Menschen, die sich viel persönlich vorgenommen haben und es dann auch erreicht haben? Gibt es diese Menschen für dich und haben die dich mit inspiriert? Solche Menschen gibt es durchaus. In erster Linie aus der Startup-Szene gibt es sehr viele Vorbilder für mich, die das alles ganz gut gemacht haben. Ein Vorbild aus der Rednerszene zum Beispiel ist für mich Ali Malocci. Der Start war nicht leicht. Die Botschaft, die er vermittelt, die ist sowas von vermittlungswürdig. Also es ist eine wichtige Botschaft. Und das war mir persönlich auch wichtig, eine Botschaft zu haben, die einem auch persönlich wichtig ist. Weil solange das nicht vorhanden ist, muss man eigentlich auch gar nicht raus irgendwie und irgendwas zu sagen. Weil es gibt genug Menschen, die was sagen, aber nichts zu sagen haben. Und Ali zum Beispiel ist einer dieser Menschen, wo ich sage, okay, der hat was zu sagen und dem hört man beispielsweise auch gerne, sehr gerne zu. Wenn jemand von euch Ali Malocci mal hören möchte, der war Gast bei mir im Podcast. In der Podcast-Folge Nummer 9. Dann habt ihr die Möglichkeit, da gerne mal nachzuhören. Aber jetzt zurück zu dir, Patrick. Du selber hast ja ein Buch geschrieben, da habe ich gerade schon mal drauf hingewiesen. Es kommt jetzt im September heraus. Dieses Buch heißt Dialog statt Spaltung. 21. September, Weltfriedenstag, soll es erscheinen.
Gibt es denn ein Buch, das dich beeinflusst hat? Denn vielleicht wird dein Buch ja viele Menschen beeinflussen, aber gibt es denn Bücher, die dich beeinflusst haben? Da gibt es definitiv Bücher. Mhm. Eins davon ist Identität, warum der Verlust der Würde unsere Demokratie gefährdet. Mhm. Da hatte ich sehr viele Aha-Effekte, auch jetzt in der Gesellschaft. Beispielsweise dieser Kampf zwischen Muslimen und Christen. Mhm. Wenn man irgendwo Kreuze in öffentlichen Gebäuden weggibt wegen Religionsfreiheit, dann gibt es Leute, die regen sich darüber furchtbar auf. Und das sind oftmals die, die am lautesten schreien und Menschen mit anderen Glauben was wegnehmen möchten. Und diesen Konflikt, der, wie ich den erkannt habe, dachte, okay, da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Mhm. Ein anderes Buch war das Buch Time Horizon von Julian Hosp, also ein sehr gutes Zeitmanagement-Buch, der so ein, ich weiß nicht mehr, ob es ein 5- oder 6-Eck ist, aber so ein Eck, wo an jeder Ecke Lebensbereiche sind, eben Liebe zum Beispiel, mhm. Beruflicher Erfolg, Vermächtnis, Aktivitäten und Beziehungen. Und das Ziel ist jetzt nicht zu priorisieren, was macht man, sondern generell dieses geometrische Kunstwerk einfach größer zu machen. Und in dieser Hinsicht, wenn man das einfach dann anders beurteilt, beeinflusst. Also dann, das hat mich im Lebensalltag oder in Entscheidungen sehr stark beeinflusst, weil selbst beim Buch, wie es extrem stressig war, also wirklich, wo 2 Kapitel an einem Wochenende, ich wusste nicht, dass ich so schnell schreiben kann, nötig war, hat aber darunter die Priorität unter den Freunden nicht geleitet. Also Samstagabend war zwar für mich und fürs Schreiben und fürs Buch reserviert, aber zwischendurch hat es doch hin und wieder 15 Minuten Gespräche mit Freunden gegeben, die mir wichtig sind. Und da heißt es dann nicht, okay, ich habe jetzt keine Zeit für dich, sondern das ist einfach mindestens genauso wichtig. Mhm. Du hast gerade gesagt, 2 Kapitel an einem Wochenende. Ich weiß, um was du sprichst. Ich habe auch 2 Bücher geschrieben. Das ist ja schon ein Schattensprung. Ich glaube, überhaupt ein Buch zu schreiben ist ein Schattensprung. Unabhängig von diesem Buchschreibe-Schattensprung, wann bist du denn selber über deinen Schatten gesprungen? Was würdest du als einen deiner wichtigsten Schattensprünge bezeichnen? Boah, da gibt es relativ viele tatsächlich, weil ich habe relativ früh gelernt, die Komfortzone zu verlassen. Und mir geht es eigentlich relativ gut, wenn ich regelmäßig meine Komfortzone verlasse. Das hat mit 18 begonnen, wo ich ein riesen Schulfest organisiert habe, wo 2000 Leute sind und sowas man sich als 18-Jähriger überhaupt nicht irgendwie zutraut. Mhm. Und das hat mir bis heute, das gibt mir Rückenwind bis heute und wahrscheinlich bis zu meinem letzten Tag. Und einfach zu sehen, wie man an irgendwas wächst und warum ich sage, es gibt mehrere. Bin einmal kurzerhand in die Schweiz gezogen, denke mal, was habe ich denn zu verlieren? Mhm. War wunderschön mit Bergen und Seen, also eigentlich wie in Österreich, nur halt ein bisschen teurer. Ja. Und internationaler, also okay. Zürich. Also ich komme aus Oberösterreich, das ist ein bisschen ländlich. Und in Wien gibt es jetzt nicht so Seen, wie es in Oberösterreich gibt. Jetzt hat es mich dann eher woanders hin verschlagen. Und das hat mir in Zürich immer relativ gut gefallen. Und am Ende waren 7 Jahre. Und jetzt wieder zurück nach Österreich. Dann durch eine Trennung habe ich dann spontan entschieden, nach Düsseldorf zu ziehen. Ich genieße es in Düsseldorf extrem. Von dem her war das auch so gesehen eine gute Entscheidung. Dann wiederum im Sommer habe ich spontan versucht, politisch zu kandidieren. Ich folge öfters meiner Neugier. Weiß aber sehr wohl, oftmals macht vielleicht von der Positionierung am Markt gar nicht so viel Sinn. Aber das Spannende ist, am Ende schließt sich der Kreis wieder und alles, was ich bislang angefasst habe, was irgendwie so weit außerhalb war, das hat irgendwie am Ende komplett ins Gesamtkonzept wiederum reingepasst, weil man aus jedem, was man anfasst, lernt man wieder was dabei. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist es so, dass du immer wieder mal so deine Grenze suchst und dann über diese Grenze drüber springst, also deinen Schattensprung machst, um diese Grenzen wieder ein Stück zu erweitern. Wenn man das sehr oft macht und sehr mutig ist, man kriegt natürlich auf der einen Seite auch Übung drin, gibt es denn etwas, wo du sagst, bei all diesen Sachen, wo du über diese Grenzen gesprungen bist, deine Schattensprünge gemacht hast, ist dir denn da mal etwas passiert, wo du sagst, das ist das Beste, was mir passiert ist, was dann so zugeflogen ist? Was dir begegnet ist, was würdest du als eines der besten Sachen sagen, die dir passiert sind? Also das Beste war tatsächlich letztes Jahr, wo ich politisch kandidiert habe. Mhm. Da hat sich sehr viel in Bewegung gesetzt. Wir hatten eine Mitte-Rechts-Regierung und ich habe echt mir Sorgen gemacht ums Land, weil ich einfach, also ich möchte es jetzt komplett politisch wertfrei machen, ich erzähle einfach nur, was es mit mir gemacht hat. Ich war einfach nicht zufrieden, wie es mit dem System war und habe dann halt gesagt, okay,
da muss man jetzt selber mitmachen und eine Stimme erheben. Und es gab dann die Gelegenheit in der Partei, wo ich Mitglied geworden bin, da habe ich mir für mich das geringste Übel ausgesucht. Ich habe auch das Parteiprogramm für etwa 90% durchgelesen und habe gesagt, da kann ich damit klargehen, da stimme ich überein. Und dann habe ich halt wirklich versucht, politisch zu kandidieren und habe mein Programm gemacht. Und da bekam man die Chance, auch ein Mandat zu bekommen in so einem Vorwahlprozess. Also zunächst musste man in der Öffentlichkeit die Stimmen werben, dann innerhalb des Parteivorstands und dann der Mitglieder. Ich war jetzt nicht ganz vorne, aber ich habe extrem viel daraus gelernt. Mhm. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wie kann ich denn Kommunikationstraining und Politik verbinden? Mhm. Und zunächst fand ich da keine Antwort, weil ich wollte nicht irgendwie eine Facebook-Seite für einen Kommunikationstrainer haben und dann eine für einen Politiker aus Österreich, weil Kunden aus Deutschland werden dann politische Botschaften, werden sich damit übereinstimmen oder sie werden nicht verstehen, warum ich das mische. Mhm. Und dann war ich nochmal im Positionierungsgespräch bei Siegfried Haider. Auch an ihn einen herzlichen Dank, weil da haben wir rausgearbeitet, dass meine Rolle als Politiker wäre oder dass ich meine politischen Ziele am besten damit erreichen kann, wenn ich darauf hinweise, wie man eben verantwortungsbewusst kommuniziert. Also aus dieser Neugier ist am Ende was entstanden und wie ich das Ding dann gehabt habe, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich dann diese Brille verantwortungsbewusste Kommunikation aufsetzen werde, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, ist enorm was entstanden. Und ich habe dann über Monate lang Themen in der Gesellschaft beobachtet, mitgeschrieben, mir meine Meinung gebildet und hatte am Ende einen riesengroßen Rucksack an Informationen. Und dann bin ich zu Monika Peitel gegangen, dieser Buchagentin, Buchautorencoaching macht die. Da haben wir ein Buchkonzept auf die Beine gestellt innerhalb vom Tag. Und es sind, wie gesagt, durch Dinge, die ich probiert habe, mir Dinge zugeflogen, wo ich niemals damit gerechnet habe, dass sie kommen. Also es hätte auch nicht sein müssen, dass sie jetzt so schnell kommen. Es hätte sein können, dass ich morgen was anderes mache, weil ich neugierig bin. Und dann käme vielleicht was anderes. Und ja, jetzt ist das Buch mittlerweile fertig geschrieben. Es erscheint in einem halben Jahr. Aber dieses Buch gäbe es ohne diese initiale Neugier nicht. Das heißt, du sagst, in dem Moment, wo du diese Neugierde hast und in dem Moment, wo du über deinen Schatten springst und einfach den nächsten Schritt gehst, passieren auch die guten Dinge. Also die Voraussetzung ist deine Aktion und dann kommt die Reaktion, nennen wir es einfach mal so, vom Universum zurück. Mhm. Wenn du diesen Weg gehst, wofür bist du denn rückblickend, du bist noch sehr jung, aber rückblickend, in deinem Leben bisher am meisten dankbar? Dankbar bin ich generell, dass ich gesund bin. Also das gewisse Dinge, wo man mit dem Hirn arbeitet, wo man selber was entscheiden kann, die kann man ja sehr, sehr, sehr stark selber beeinflussen. Auch welche Ausbildung das man macht, das geht mit Ehrgeiz. Aber an sich bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich gesund bin. Also ich bin die letzten, seit 2012 Motorrad gefahren zum Beispiel. Es ist nie was passiert, ich habe mich nie ernsthaft verletzt. Habe mir bei jeder Ausfahrt gedacht oder bei jedem Saisonende, boah, gut, dass nichts passiert ist. Ja. Und das ist halt was, was man nicht selber beeinflussen kann. Und für die Dinge, wo man selber nicht beeinflussen kann, sollte man in der Regel dankbar sein, weil alles andere, ja, da kann man sich selber danken, aber die Dinge, die anderen Dinge, wo man selber halt die Entscheidungen trifft, die hat man auch selber zu verantworten. Also du bist dankbar für Sachen, die du nicht selber beeinflussen kannst. Gesundheit ist ja zurzeit ein ziemlich wichtiges Thema. Geht rum, alles steht Kopf, weil die Gesundheit eben für viele Menschen in Gefahr ist. Wovor hast du Angst? Tatsächlich diese Gesundheit verlieren beispielsweise ist natürlich dann die logische Konsequenz. Also das hat sich bei mir sehr stark verändert mit dem 30. Lebensjahr. Bis 30 glaubt man, man ist unkaputtbar, man ist eine Maschine. Man kann naschen ohne Ende, kriegt vielleicht kurz einen Bauch, aber wenn der wieder weg sein sollte, dann geht man ein paar Mal ins Fitnessstudio und der ist wieder weg und das geht so einfach und man hat keine Beschwerden. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich war mal krank und dann war ich bei der Hausärztin und die hat gesagt, meine Herzfrequenz ist so komisch. Und dann habe ich mir so Sorgen gemacht, denke mir, das gibt es doch nicht, jetzt geht das mit 30 los und mein Vater hat Bluthochdruck und alles Mögliche. Und zum Glück haben sie nichts gefunden. Aber ich habe mir gedacht, na, das kann nicht sein, dass das jetzt losgeht. Weil ich habe schon sehr viel Gas gegeben, ich habe sehr viel genascht, also das wäre jetzt nicht überraschend gewesen, wäre da was unregelmäßig. Ja. Oder auch, ich habe jetzt erst vor einem Jahr die erste Gesundheitskontrolle gemacht. Ich war tatsächlich nervös. Ich war wirklich nervös. Davor habe ich tatsächlich Angst, dass ich da was ändern, weil
gesund zu sein, ist alles andere wie selbstverständlich. Das ist richtig. Und das ist das, was wir brauchen, um das weitergeben zu können, was wir weitergeben möchten. Das ist das, was wir brauchen, um unseren persönlichen Erfolg zu leben. Das ist das, was wir brauchen, um für unsere Familien da zu sein, für unsere Familien zu sorgen. Und da kann ich schon verstehen, dass man sagt, ich habe da gehörigen Respekt davor und darauf achten, dass wir gesund bleiben. Du hast ja gesagt, dass du viele Schattensprünge schon gemacht hast, dass du viele Grenzen schon gesprengt hast. Was würdest du als besonderen massiven Wendepunkt in deinem Leben bezeichnen, wo es lange geradeaus ging und plötzlich eine Rechtskurve, eine Linkskurve oder vielleicht sogar zurückgegangen ist? Was ist so ein massiver Wendepunkt? Einer der Wendepunkte war ein Wohnungsbrand in der Schweiz, der war, glaube ich, 2012 oder 2013. Ich bin relativ früh freiberuflich in der IT-Beratung gewesen und konnte dadurch mein Gehalt relativ schnell vervierfachen oder irgendwas. Also es war ein Riesensprung auf der Gehaltsebene. Und damals war ich halt sehr noch geldgetrieben und da war Geld die Motivation von mir. Und ich hatte damals eine Freundin und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich das erste Jahr freiberuflich unterwegs war und die hat vorgeschlagen, wir sollen mal Urlaub machen. Ich habe den Urlaub, ich habe die Kosten des Tagessatzes noch dazu gerechnet und sage, nein, ich kann jetzt nicht auf Urlaub gehen, das ist so teuer, weil ich den Tagessatz dazu gerechnet habe und ich wollte halt dann überhaupt keinen Urlaub machen und hatte halt das Ziel, richtig viel zu sparen und zu verdienen. Und habe mir dann in der Zeit, wo ich dann länger in der Schweiz war, eine ordentliche Wohnung auch gesucht gehabt und habe diese dummerweise aus einem blöden Versehen abgefackelt. Okay, mein erster Schattensprünger, der seine Wohnung abgefackelt hat. Okay, du hebst das Niveau der Sendung. Rückblickend ist das sehr lustig. Ich glaub's. Es war eine richtig schwere Zeit, weil die Schweiz ist bekanntlich nicht so günstig. In der Schweiz kannst du auch nicht irgendwo sagen, ein Freund macht mal das Badezimmer, sondern das alles hochoffiziell. Es waren, ich weiß nicht, wie viele Feuerwehrleute dort, es waren 100 Leute. Und ich habe dann schon nachgerechnet, wie viel so ein Feuerwehrwagen kostet, wenn der eine Stunde steht. Und die rechnen in 15-Minuten-Takt ab. Und so ein Feuerwehrwagen ist echt nicht günstig. Und ich wusste nicht, ob ich das... Also in deinem Leben ich war nicht versichert. Ich war nicht versichert, das war das große Problem. Ich war echt nicht versichert. Wäre ich versichert, hätte das keine Sorgen. Aber ich habe echt hunderttausende Franken auf mich zukommen sehen. Und habe mir gedacht, wie soll ich das bezahlen? Und zu allem Übel hatte ich dann keine Wohnung mehr, weil die wollten mich dann nicht mehr drin haben und aus der alten Wohnung musste ich raus. Warum ich die Geschichte erzähle, ist, weil es mein Wertesystem komplett über Bord geworfen hat. Mein Denken über Geld, mein Denken über Sicherheit. Ja, ich habe gerne ein Sicherheitspolster eben für solche Fälle. Ich glaube nicht, dass ich nochmal eine Wohnung abbrenne. ich habe damit nicht gerechnet. Also ich habe auch nicht gedacht, dass ich schuld bin. Vielleicht noch zum Auflösen. Ich bin eingezogen bei der Übergabe, hatte meine ersten Klamotten mit und es ist alles überprüft worden. Badezimmer, Herd, alles Mögliche und es waren keine Möbel drinnen. Und ich wollte jetzt meine Klamotten nicht unbedingt am Boden legen, in die Badewanne konnte es auch nicht legen, weil das war nass. Jetzt habe ich es auf die Küchenzeile gelegt und ihr ahnt schon, der Herd war noch eingeschalten. Okay. Und in der Schweiz ist es nicht verboten, einen Herd einzuschalten, aber es ist verboten, was Brennbares draufzulegen. Okay. Und eben nachdem ich nicht versichert war, habe ich ein Jahr lang gezittert, weil die Behörden auch sehr langsam sind, bis dann der Schaden feststellt. Und zunächst hat es die Gebäudeversicherung vom Vermieter übernommen, aber die hat dann relativ schnell bei mir geklopft und so, ja, mal nett gefragt, ich soll mal mitteilen, was ich verdiene. Okay. Ich wusste schon, worauf die Frage hinausläuft. Und ich habe dann halt auch nochmal einen richtigen Tränendrüsenbrief an die Geschäftsleitung dieser Versicherung geschrieben. Und gesagt, bitte zerstört nicht das Leben, gerade vom 23-Jährigen. Ich stehe gerade wirklich am Anfang. Und ich glaube, das hat was bewirkt, weil ich musste am Ende nur ein Viertel vom Schaden übernehmen. Es waren etwa 16.000 Franken. Nachträglich muss man sagen, ja, eine große Summe. Aber das, was ich daraus mitgenommen habe, es gibt kein Seminar für den Preis, wo man so viel mitnimmt wie aus dieser lehrreichen Zeit. Ja, und du legst nie wieder was auf den Herdplatte. Ja, ich bin da sehr, sehr kritisch. Also wenn irgendwo jemand anderer ein Geschirrtuch auf dem Herd legt, ich bin der Erste, ich räume das immer sofort weg. Ich prüfe den Herd dreimal, sowas passiert tatsächlich nicht nochmal. Ja, das ist das Schöne. Man darf ja viele Fehler im Leben machen, aber man soll sie nur einmal machen. Ne? Ja, eine kleine makabere Szene jetzt hat. Stell dir vor, ein Bus kommt, dein letztes Stündlein hat geschlagen. Was hättest du gern noch gemacht?
Was vermisst du noch? Da gibt es tatsächlich im Moment dann nichts, weil ich mein Leben so lebe, dass ich mich weder auf Rente oder sonst was freuen muss, sondern ich kite gern, ich habe genug Zeit zum Kitesurfen, ich nehme mir die Zeit für Freunde, ich habe in Europa schon relativ viel gesehen. Also ich könnte morgen zufrieden gehen und sagen, hey, ich habe ein tolles Leben gehabt, weil ich halt mir, weil ich neugierig bin, weil ich die Dinge ausprobiere, weil ich mir nichts auf die lange Bank schiebe, weil ich versuche, selbstverantwortlich zu leben. Von dem her, momentan ist es vollkommen. Also es fehlt wirklich nichts. Okay, schön. Gibt es eine innerste Überzeugung, die du hast, auch wenn andere sagen, das stimmt bestimmt nicht, also wo du mit deiner Meinung schwer gegen den Strom schwimmst? Das ist tatsächlich jetzt eine schwierige Frage. Also solche Glaubenssätze. Ich bin jemand, ich nehme mir relativ lange Zeit, und das kommt auch im neuen Buch vor, wenn es darum geht, mir eine eigene Meinung zu bilden. Weil eine Meinung ist nie ein Fakt. Es gibt so viele Dinge, die wir nicht wissen, über ein komplexes Thema beispielsweise, wo wir nie alle Fakten oder Tatsachen berücksichtigen können. Dann haben wir Informationen meistens nur einseitig, werden eben auch manipuliert. Eine innerste Überzeugung ist sicher, dass man eben, und das ist meine Buchmessage, dass wenn wir gemeinsam an einen Strang versuchen zu ziehen, dass wir wesentlich mehr gemeinsam eben auch erreichen können, als wie wenn jeder nur Einzelinteressen verfolgt. Das ist definitiv eine Überzeugung, und das ist auch eine Botschaft aus dem Buch. Ja, und da gibt es genug Leute, die nicht mit mir übereinstimmen. Okay, also du glaubst, wir schaffen das gemeinsam. Wir schaffen das gemeinsam in einem Land. Wir schaffen das gemeinsam, wenn wir Europa sind. Wir schaffen das gemeinsam, wenn wir uns gegenseitig in unterschiedlichen Religionen respektieren. Wir haben eine gute Chance, als Menschen ja glücklich zufrieden zu überleben. Ja, im Endeffekt, wenn man den Konsens mit anderen sucht, weil das ist ja in der Natur unserer Gesellschaft oder in Kulturen, das ist per von der Natur aus ja widersprüchlich. Also unsere Gesellschaft ist sowas von widersprüchlich, und das ist okay so, weil das bringt uns weiter. Und wir müssen es eben schaffen, mit dem anderen zu reden und dann eine Lösung zu finden. Und ein Banker hat andere Interessen wie eine Hausfrau, ein Großvater andere Interessen wie ein Kindergartenkind, das ist völlig normal. Die werden anders, Kindergartenkind wird jetzt nicht unbedingt wählen, aber die würden alle unterschiedlich wählen. Und jeder hat das berechtigt, auch eigene Interessen zu haben, aber wir müssen halt einfach in den Dialog treten. Und tatsächlich, das ist ein guter Dialog, wirklich die Neugier beim anderen, dass uns die wesentlich weiterbringen wird, wie Ausgrenzung und Hass, davon bin ich überzeugt. Und leider gibt es genug Leute, die mit mir da nicht übereinstimmen. Du hast ja auch mit deinem eigenen Beispiel gezeigt, dass wenn du mit einer Partei nicht ganz übereinstimmst oder mit Maßnahmen, Aussagen, Tendenzen, dass du dann sagst, okay, dann muss ich mich einbringen. Schimpfen allein oder am Stammtisch sitzen bringt einen nicht wirklich weiter, sondern du hast dich ja dann engagiert auch. Ja, genau, genau. Also ich wollte das Spielfeld einfach nicht anderen überlassen und habe mir es eigentlich auch zugetraut, dass ich vom Parlament eine gute Rede halte. Von dem her habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir mit. Okay. Jetzt haben wir gesagt, wo bist du, wo schwimmst du gegen den Strom? Wo sind andere Überzeugungen, als man manchmal vielleicht in deinen Gesprächspartnern trifft? Was ist denn so bisher der schlechteste Rat gewesen, den du von jemandem bekommen hast oder bei jemandem anders gehört hast? Was ist für dich ein schlechter Rat? Boah, da brauche ich jetzt ein bisschen Nachdenkzeit. Jo. Vielleicht hat auch jemand mal zu dir so einen wegweisenden Rat gegeben, wo du dann festgestellt hast, entweder sofort gemerkt hast oder im Laufe des Gehens, dass das jetzt nicht die Lösung war. Ja, mir fällt tatsächlich gerade was ein. Wie ich kandidiert habe für den Nationalrat, hat mein Umfeld relativ stark gemeint, ich soll alles auf die Karte Nationalrat setzen. Und ja, irgendwann mal Abgeordneter werden und dann verdienst du gutes Geld und hast ein schönes Leben. Ich habe aber kandidiert aus Neugier und weil ich was verändern wollte und bin aber in der Partei bewusst angeeckt und ich habe auch keine hohen Chancen ausgerechnet für den Nationalrat. Ich war nicht bereit, das Parteiprogramm nachzuplappern und von Haus zu Haus gehen, sondern ich wollte mir wirklich meine eigene Meinung bilden. Ich habe dann auch festgestellt, ich will was verändern und als Abgeordneter im Nationalrat hast zwar Möglichkeiten, aber ich hätte nicht so viel verändern können, wie ich, glaube ich, jetzt mit dem Buch verändern kann in der Gesellschaft, mit dem Vortrag, mit der Message, die dahinter steckt. Und
der schlechteste Rat wäre gewesen, ja, vergiss das alles, konzentriere dich auf den Nationalrat und mach da weiter. Und ich habe gesagt, nein, ich will halt meine Überzeugungen, meine Werte, das, was mir wichtig ist, nicht über Bord werfen, nur weil ich in einer Partei bin. Mhm. Ich will nicht andere schlecht machen, wenn sie auch gute Ideen haben. Mhm. Das ist, ja, obwohl das sie ist, von einer anderen Partei das sind. Das ist leider in der Politik so, aber das ist nicht gemeinsam an einem Strang ziehen. Mhm. Und ich bin tatsächlich auch wieder aus der Partei rausgetreten, wie ich gemerkt habe, okay, das passt nicht zusammen. Mhm. Das war eine sehr lehrreiche Erfahrung, dafür bin ich dankbar. Ich bin auch dankbar, dass ich die Chance bekommen habe. Wir sind auch gar nicht im Bösen auseinandergegangen, aber ich habe gemerkt, okay, mein Weg ist nicht so aktiv als kleiner Parteisoldat. Das ist nicht mein Weg. Du hast es, glaube ich, auch nicht als Beruf gesehen, sondern eher als Berufung. Ja. Das wäre für mich kein Beruf gewesen. Und das war für mich, warum ich mitgemacht habe, ist erstens, weil ich geglaubt habe, was verändern zu können. Mhm. Also kann man sich, wenn man sich politisch engagiert. Ich wollte aber mehr verändern. Und ich war neugierig. Ich war neugierig darauf, was man darin lernt, was man darin sieht und was man für Erfahrungen macht. Wir haben gerade über den schlechtesten Rat gesprochen, den du bekommen hast. Was im Umkehrschluss einer deiner besten Ratschläge, die du vielleicht in deinem Leben bekommen hast oder bei anderen gehört hast? Mein bester Rat ist von meinem Kite-Lehrer, wie ich mich aufs Board richtig stelle, damit ich vorwärts komme bei wenig Wind. Okay, also auf dem Kiteboard zu stehen und dich so zu halten, dass auch wenig Wind dich wieder zum Ufer zurückträgt. Ja, weil ich furchtbar dankbar, weil ich probiere seit 7 Jahren Kitesurfen und durch den Rad auf einmal ist von selber gegangen. Okay, sehr schön. Ich empfinde dich ja noch als sehr jung, du sagst aber gut, die 30 sind überschritten. Hast du in diesen Jahren, in denen du bisher gelebt hast, einen Glaubenssatz gehabt, den du irgendwann geändert hast und sagst, ja, heute sehe ich das anders als damals? Ja, also definitiv jetzt beispielsweise in der Speaker-Szene, wo wir uns ja beide bewegen. Ja. Ich wollte da tatsächlich auf eine Bühne, habe es probiert über verschiedene Botschaften, habe wirklich viel Marketing gemacht, viel Energie reingesteckt. Mhm. Und habe gedacht, das gibt's doch nicht, da machst du so viel und irgendwie kommt das nicht an und es funktioniert nicht und es funktioniert nicht. Und es war hier eher mühsam. Es bringt nichts, wenn man 200 Euro reinsteckt und 100 Euro Umsatz macht. Da geht die Rechnung nicht auf. Ja, auf Dauer. Ja, also es ist zwar schön, wenn dann 100 Euro Umsatz kommen, aber wenn man 200 Euro dafür reingesteckt hat, bringt halt das alles nichts. Mhm. Und ich habe auch Positionierungsworkshops gemacht. Und da ist am Ende was rausgekommen. Aber irgendwie hat sich dann immer wieder festgestellt, dass das passt nicht ganz so zusammen zu mir. Und irgendwie wurde ich dann langfristig nicht glücklich. Und tatsächlich habe ich dann entschieden, okay, offenbar habe ich nichts zu sagen und habe mich sehr zurückgezogen. Mhm. Und habe gesagt, okay, wenn ich nichts zu sagen habe, brauche ich auch auf keine Bühne gehen beispielsweise. Ja. Und habe halt dann die Zeit genommen fürs Reifen. Also was ich gelernt habe, ist, dass man sich Zeit fürs Reifen nimmt. Ich wollte Dinge immer relativ früh erreichen. Ich wollte mit dem Kopf durch die Wand gehen und war ja mit 23 freiberuflich. Und beispielsweise, wenn ich jetzt einen 23-Jährigen sehe, denke ich mir, der will Freiberufler werden, dann weiß ich nicht, ob ich den so genommen hätte. Also ich verstehe das, warum es damals auch so schwierig war, weil man halt einfach ein bisschen grüner und hinter den Ohren ist, wenn man 10 Jahre weniger am Konto hat. Mhm. Und das waren so Lektionen. Ich würde auch viel länger in Ausbildung gehen, mich viel länger in Mentoren um mir haben. Also es ist gestern so eine Diskussion gewesen, kriegt man einen Job in einer Leitungsposition und sage, ja, das wäre schön, aber du musst schauen, ob es trotzdem noch einen Mentor gibt, weil wenn du der Schlaueste in der Gruppe bist, dann stehst halt du an. Du bist zwar ganz oben, aber du stehst an und hast aber niemand mehr, der dich weiterbringt. Also das ist auch länger lernen wollen und davor rauszukommen. Also hätte ich das früher gewusst, wäre ich tatsächlich weiter wie jetzt. Ich wollte halt relativ viel mit Kopf durch die Wand erreichen und dachte, ich bin schon so weit. Und haben halt die fehlende Reifezeit genommen. Und ich glaube, das ist jetzt der Grund, auch, warum das neue Thema so zu mir gekommen ist, weil ich das einfach viel entspannter und ohne diesen Kraftaufwand gemacht habe, sondern weil es einfach gekommen ist nach langer Zeit der Reflexion. Die Reifezeit sozusagen genossen hast. Ja. Patrick, stell dir doch einfach mal vor, ich bin deine Fee und ich kann alles möglich machen. Das bist du doch. Oh, danke. Das war charmant. Stell dir vor, es gibt keine Grenzen, keine Hindernisse. Wen würdest du gern einmal zum Essen einladen und weshalb? Das kann jemand sein, der im Heute, im Hier und Jetzt noch ist. Es kann aber auch jemand sein, der in ganz anderen Welten wandelt. Es könnte sogar eine Figur, eine Kunstfigur sein aus einem Film, aus einem Buch. Wen würdest du gern einmal zum Essen einladen und weshalb? Sylvester Stallone, ich mag ihn einfach. Ich bin Rocky, Rambo-Fan, alles Mögliche. Ich finde auch seine Geschichte spannend. Also der hat ja damals überhaupt kein Geld gehabt, wie er das Drehbuch zu Rocky geschrieben hat.
Ich mag seine Art, ich mag seinen Humor, also würde ich mit ihm auf jeden Fall sehr gerne mal essen gehen. Das ist eine schöne Idee. Ich bin immer noch deine Fee und heute Nacht, wenn du schläfst, ganz tief und fest und schön träumst, fliege ich so über dir, streue goldenes Pülverchen über dich und wenn du morgen früh aufwachst, hast du entweder eine neue zusätzliche Eigenschaft oder eine neue Fähigkeit. Welche hättest du gerne? So viel Vanilleeis wie möglich essen zu können, ohne dass es der Gesundheit schadet. Okay, interessante Idee. Ich streng mich an, aber so schwer ist das gar nicht. Ich glaube, das kriege ich hin. Okay, ja, und du weißt ja, so eine Fee erfüllt gerne 3 Wünsche. Und der 3. Wunsch, den ich dir erfüllen würde, ist, dass du eine Reise bekommst. Und zwar eine Reise zurück zu deinem jüngeren Ich, zum jungen Patrick. Das Jahr, zu dem du zurückreist, also das Alter, zu dem du zurückreist, entscheidest du selber. Was würdest du dem jungen Patrick raten? Ich würde zum 12-jährigen Patrick gehen und ihm das Vertrauen geben, dass alles gut wird. Also ich war mit sehr wenig Selbstvertrauen damals ausgestattet. Mhm. Und das ist halt nicht so schön. Ja, es sagt dir, ich habe eine schwere Kindheit gehabt. Ja, ich würde das jetzt nicht so nennen, aber wenn man halt mit wenig Selbstvertrauen irgendwie geht, dann ist man halt ein bisschen anfälliger für Hänseleien. Und ich würde dem jungen Patrick da einfach die Zuversicht geben und einfach schon ein bisschen wissen, was er dann später gesammelt hat, wenn das damals schon gewesen wäre. Oder einfach da sein für jemanden, wenn es dem Kind sozusagen schlecht geht. Mhm. Und sagen, ja, das wird schon. Mhm. Und wenn das Kind dann das Vertrauen hat, weil das weiß er dann, dass das der ältere Patrick ist, dann glaube ich, könnte das durchaus was bewirken. Du weißt, deine Fee erfüllt immer 3 Wünsche und hups, ist sie wieder weg. Du hast dich jetzt in den letzten Jahren mit dem Thema Politik auseinandergesetzt. Du hast dich mit dem Thema Kommunikation und danach Manipulation auseinandergesetzt. Was macht dich mit dem Wissen, das du heute hast, zuversichtlich? Tatsächlich macht mich jetzt gerade das sehr zuversichtlich, was wir gerade sehen. Also ich habe das, was wir gerade jetzt in der Politik sehen. Ja, wir sind da an einer schweren Krise, haben wir jetzt bevor, ich weiß nicht, wo das noch hinführt, weil wir nehmen das jetzt auf. Die sagen alle, es ist exponentielles Wachstum, was ich glaube. Ich habe unsere Gesellschaft noch nie so an einem Strang gesehen. Jetzt mal erstens in der Politik. Mhm. Ich habe wirklich versucht, Oppositionsparteien, ich habe die Facebook-Feeds angeschaut und die haben das erste Mal in einem Thema andere Parteien nicht schlecht gemacht. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht, das kenne ich so nicht. Mhm. Oder wenn eine Oppositionspartei sagt, und die zufällig Ärztin ist, sagt, ihr macht das gut, weiter so, ich unterstütze das. Ja, Opposition muss kritisieren, aber nicht immer aus Teufel komm raus. Das war das, was mich so gestört hat in der Politik, wenn man einfach das andere immer schlecht macht. Denkt man, es geht ja doch. Mhm. Es geht ja doch. Wenn Krisenstäbe in Ländern eingerichtet werden und die reden miteinander, auf einmal funktioniert es. Das wäre beispielsweise was, was ich mir vom Klimaschutz schon lange gewünscht hätte. Ja. Ich bin der Meinung, Klimaschutz sollte nicht von einer Partei gepachtet werden. Und Klimaschutz ist auch weder ein linkes noch ein rechtes Thema, sondern das ist einfach was, was man wirklich, weil es wissenschaftlich erwiesen ist, richtig schnell in den Griff kriegen müssen. Das ist ein Thema des Überlebens. Gell? Wir haben 10 Jahre Zeit. Wir dürfen noch 500 Milliarden Tonnen in die Atmosphäre verbringen. Wenn das mehr werden, haben wir über 2 Grad, dann haben wir Kipp-Effekte. Jetzt sind es 40 Milliarden Tonnen jedes Jahr, Tendenz steigend. Also ich komme auf die Zahl 10 am Ende. Und das wird bislang nicht ernst genommen. Und was ich aber sehe, was beim Coronavirus jetzt möglich ist, was wir in Bewegung setzen, was Unternehmen, wir waschen uns auf einmal die Hände wieder. Das gibt es doch nicht. Wir desinfizieren, es gibt Desinfektionsspender in jeder öffentlichen Toilette, in Lokalen. Wir achten auch sehr stark darauf, welche Informationen wir konsumieren. Wir achten darauf, nicht in Panik zu geraten. Ich bin richtig begeistert, gerade was jetzt gerade mit unserer Gesellschaft passiert und sehe das tatsächlich auch als Generalprobe für dem, was uns jetzt bevorstehen wird. Also das stimmt mich, so ernst die Krise ist, so zuversichtlich stimmt mich das jetzt für die Zukunft. Und vielleicht hilft das Händewaschen ja auch, dass wir keine Grippe mehr bekommen, die nämlich noch viel stärker und viel häufiger da ist und wo wir ja auch viel vermeiden könnten, wenn wir uns an ein paar kleine Regeln halten würden. Ja. Wir sind am Ende unseres Interviews. Wie lautet denn dein letzter Rat, möglichst in einem Satz, wenn möglich, Hinweis, Aufruf an alle Zuhörer, die diesen Podcast hören werden? Was ist das, was du uns gerne auf den Weg mitgeben möchtest? Ich gebe gerne eins mit, und zwar glaubt mir nichts, was ich jetzt gesagt habe. Glaubt niemanden alles sofort, sondern wenn man irgendwo Informationen konsumiert, prüft auf die Quellen, die
also wenn es keine Quellen gibt, mal grundsätzlich kritisch sein, wenn es kein Impressum gibt, erst recht kritisch sein und wirklich Quellen überprüfen, wirklich mal kritisch nachdenken, ist das nur gerade plausibel und klingt das gut und stimmt es mit meiner Meinung überein, aber wirklich auch ständig das, was man konsumiert und auch die eigene Meinung ständig auf den Prüfstand stellen, weil ich glaube, das hilft uns auch wirklich weiter und man muss ja nicht auf Teufel komm raus ein Weltbild aufrechterhalten, sondern wenn man das immer auch wieder challenged, wie man so schön sagt, dann wird es ja besser mit der Zeit. Also nichts glauben, selber überzeugen, selber denken und ab und zu mal nachschauen und nachlesen, wie es denn wirklich ist. Ja, ganz genau. Ich glaube, das hilft uns wirklich weiter und das ist so meine wichtigste Botschaft. Ich danke dir von Herzen, Patrick. Es hat mir viel Freude gemacht. Schön, dass du da warst. Danke, liebe Gabi. Danke. Und Gabi, was hat dich letzte Woche überrascht? Nun, zurzeit haben wir in Deutschland und in Österreich Ausnahmezustand. In den unterschiedlichsten Ausprägungen. Aber doch ziemlich radikal. Also viel radikaler, als wir das jemals, zumindest die meisten von uns, bis auch vielleicht ganz lang lebende Menschen, die schon den Neuen davor haben oder so, wie wir das noch nicht erlebt haben. Und heute war der erste Tag dieses Ausnahmezustandes. Dieser vielen Regeln, die jetzt gelten, keine Kneipen mehr offen, nur noch Geschäfte, die was mit den lebenserhaltenden Maßnahmen zu tun haben, also Nahrung zum Beispiel. Keine Veranstaltungen mehr. Auch Kirchen und Ähnliches sind geschlossen worden, was ich übrigens ganz schön schwierig finde, weil manchen Menschen gibt es ja ziemlich viel Kraft. Niemand weiß, wie lange es dauert. Naja, vielleicht doch ein paar, aber wir erfahren es wahrscheinlich immer eher häppchenweise, damit können wir wahrscheinlich auch besser umgehen. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass die meisten Menschen sehr vernünftig damit umgehen. Und das überrascht mich. Naja, eigentlich auch nicht wieder so, weil ich weiß ja, dass Menschen im Herzen ziemlich gute Menschen sind. Es gibt immer ein paar, die wissen es besser als die anderen und wollen belehren oder ihren persönlichen Vorteil daraus ziehen wollen. Und es gibt immer ein paar, die verurteilen und entscheiden klar, was richtig oder falsch ist. Für mich sind überraschend die Besonnenen oder die, die uns trösten und lustige Ideen entwickeln. Die Motivierenden, die uns zeigen, dass es noch viele Möglichkeiten gibt, einen Tag sinnvoll zu verbringen. Auch die Ehrlichen, die ab und an mal sagen, hey, ich fürchte mich auch. Ja, ich weiß im Moment auch gerade nicht so, wie es weitergeht, aber was immer ich tun kann, das tue ich. Die, die ihren Weg finden und gleichzeitig aber im Chaos achtsam gehen, ohne dabei den Zeigefinger zu heben. Und das sind sehr viel mehr, als wir vielleicht gedacht haben. Alles wird gut. Wie sagt Gabor Steingart immer so schön, bleiben Sie zuversichtlich. Das gebe ich dir auch sehr gerne mit. Vielleicht wird alles wirklich ganz anders, als es bisher war. Anders ist aber nicht automatisch schlecht. Anders ist nur anders. Überraschend, neu, frisch. Spring über deinen Schatten, lebe dein Leben. Du weißt, du hast nur das eine. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei.